Na, habt ihr mich vermisst? Und in dem Sinne, liebe Tricks, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Mr. Tricks XL. Heute Folge 50, das Spezial an Heiligabend. Und in dem Sinne, herzlich willkommen zu Mr. Tricks, der Adventskalender und so weiter und so weiter. Keine Ahnung, das ist voll cringe, das aufzunehmen jedes Mal. Türchen 24, Frag Mr. Tricks XL, Folge 50, viel zu viele Zahlen irgendwie. Okay, let's go, der Hase. Ja, wir haben uns auf jeden Fall gedacht, Also ihr seht das jetzt am Kampf. Lasst uns doch einfach mal eure Fragen beantworten. Ihr habt in den letzten 9 Monaten oder so, die letzte Folge her ist, viele Fragen gestellt. Frage 1. DL sagt, mach dich unsichtbar. Okay. DQQGX sagt, riffel mal 2 Bücher ineinander und dann versuch sie auseinanderzuziehen. Matti macht was. Riecht ihr, was ich rieche? Könnt ihr es sehen? Spaß. Das klingt doch nach einem klaren Fall für Matti macht was! Okay, also erstmal die Bücher ineinander und... Gar kein Problem. Achso, so seht ihr natürlich gar nichts. Moment. Ach, ja, wunderbar. Siehste, hat geklappt. Okay, nächste Frage. Oh, yeah. Free Run Magic fragt, kannst du Chico mal zu einem Superhund-Agenten machen? Nö. Oh. Spaß, Leute. Okay, let's go. Tricks fragt, könntest du mal mit Matti 2.0 eine Roomtour von eurer neuen Wohnung machen? Bitte! Yo, Matti 2.0, alles fit bei dir? Jo, alles bestens, ey. Komm auf, komm rein. Let's go. Also, hier geht es erstmal in mein Büro. Okay. So sieht das aus. Digga, wie sieht das hier aus? Okay, wir machen das nach dem Frühjahrsputz. Nächstes Jahr. Mr. Hamsterfresse sagt, hey Matti, ich sehe was, was du nicht siehst. Und zwar was? Deine Nase. Aber die sehe ich doch auch. Aber jetzt müsste sie die ganze Zeit sehen. Oh nein. Sebastian Michniewicz fragt, wie weit, also wie viele Kilometer würdest du maximal für einen längeren Auftritt fahren oder fliegen? Das ist tatsächlich einzig und allein limitiert durch das Budget, würde ich mal sagen, ne? Also wenn du mir entsprechend die Reisezeit, die Reise selbst, die Unterkunft und so weiter alles bezahlen willst, komme ich auch nach Australien. Aber ansonsten, sag ich mal, mache ich eigentlich komplett Deutschland, Österreich und Schweiz. Aber je weiter das weg ist, desto höher muss man natürlich rechnen, ist ja logisch. Aber an sich limitiere ich das eigentlich überhaupt nicht. Ich spreche auch sehr gerne Englisch, also ist alles eigentlich gar kein Problem. GHG Toni fragt, wie würde wohl eine Mischung aus der Robbe Haido und Corleone aussehen? Christian Röttger fragt, meine Frage ist, was machst du eigentlich in deiner Freizeit, wenn du welche hast? Im Grunde genommen könntest du die Frage auch beantworten mit, was für Hobbys du hast. Also das Schöne ist, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Also all das hier sehe ich nicht nur als Arbeit, ich sehe es auch als Freizeit. Deshalb, mir macht es Spaß. Aber wenn man mal komplett davon absieht, dann musiziere ich am liebsten, spiele eins meiner 80 Instrumente, die ich beherrsche, Kappa. Oder nehme Musik auf, produziere sie und lade sie auf meinen Musikkanal hoch, in der Infokarte da oben. Und ansonsten zocke ich sehr gerne, wobei ich auch das in irgendeiner Form zu meinem Beruf gemacht habe und auf Twitch von Montag bis Sonntags von 19 bis 22 Uhr streame und da zocke. Also von daher, da muss ich wahrscheinlich sagen, lange Spaziergänge mit Chico. Simon Peak fragt, für was ist diese komische Lasche am Somnium-Hoodie? Du meinst wahrscheinlich die hier? Die ist tatsächlich, oh Wunder, Deko. Ja, ansonsten kannst du das als Haken benutzen zum Aufhängen, wenn du irgendwie im Restaurant bist oder so. Strike SPL sagt, versuch mal The Worm mit 5 Garten. Nicht einfach ein mach. Alright. Das geht sogar voll klar. Und für den Closer kann man dann sogar... Ah ja. Aha. Okay, Lihek sagt, ey Matti, mach mal bitte nicht ganz so viel melodramatische Musik rein. Okay.
Wenn du das sagst, dann werde ich es wohl tun müssen. Oh nein, jetzt sehe ich meine Nase wieder. Christoph Gräber fragt, wieso fährst du mit dem Zug nach Essen? Du hast doch ein Auto und einen Führerschein. Hast du Angst, dass die Leute in Deckung gehen, wenn du mit dem Auto kommst? Ich weiß gar nicht, wie du auf diese Anschuldigung kommst. Nee, aber mal im Ernst, es spart tatsächlich Zeit und Nerven einfach. Im Zug kann ich nebenher arbeiten und ein Video schneiden oder so. Und wenn man Auto fährt, sitzt man einfach stundenlang so. Tryhard fragt, lässt du dich von deinem Hund lecken? Ist ja ekelhaft. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst, ey. Finde ich auch voll ekelhaft, sowas. Megaboom sagt, ja, Jerry is back. Muss der Unterhalt zahlen? Ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt sagen soll, aber... Jerry ist tot. Er war doch noch so jung. Michael Stenz sagt, Achtung, der Boden ist rutschig. Digga, ich weiß gar nicht, wie auf sowas immer kommt. Der ist doch nicht... Janne Groß fragt, Matti, was machst du, wenn dich jemand als Clown buchen will? Einfach offen kommunizieren, was Sache ist. Ich meine, Moment. Ja, hallo? Hallo, ich bin Christian Solmecke. Partner und Rechtsanwalt der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeberger und Solmecke und ich bin stolzer Besitzer der besten Handyhülle aller Zeiten. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich würde Sie gerne als Clown buchen. Was würde mich das denn kosten? Ah, sorry, das geht leider nicht. Ich mache sowas leider nicht. Deshalb... Okay, wann soll ich wo sein? Sean Schumacher fragt, wie kriege ich meine Eltern dazu, dass sie mir die Somnium-Karten kaufen? Okay, die Frage kriege ich sehr oft, deswegen ein kleiner Ratgeber. Geht auf sie zu, fragt einfach offen und ehrlich. Und wenn sie Nein sagen sollten, dann überzeugt sie einfach, indem ihr ihnen eine Gegenleistung anbietet beispielsweise. Sowas wie den Abwasch eine Woche lang machen oder die Wohnung putzen, irgendwie sowas. Ungefähr so. Papa! Ja, mein Sohn? Kannst du mir ein Somnium-Deck kaufen? Auf keinen Fall. Oh, verdammt. Moment, was hat der Mathe mir nochmal für einen Tipp gegeben? Ah, richtig. Überzeugt sie einfach. Überzeugt sie einfach. Überzeugt sie einfach. Du kaufst mein Song! Auf jeden Fall. Tim Deters fragt, wenn du dein bisheriges Leben in musikalische Abschnitte unterteilen würdest, welche Stile, Genres oder Künstler und Titel wählen das für deine einzelnen Lebensabschnitte? Frühe Kindheit, Schule, Studium etc. Mega gute Frage. Okay, dann würde ich sagen, in der Kindheit viel Klassik tatsächlich und auch so, ja, Pop-Punk, Pop-Rock-mäßig. Als Beispielband würde ich dafür Busted nennen. Busted war so meine Kindheitsband. Dann in meiner Teenager-Zeit vor allem Fightstar und Linkin Park. Das waren so die beiden größten Bands für mich. Im Studium dann zusätzlich auch noch die Foo Fighters. Und jetzt ist es so, ich höre halt alles, was mir gefällt irgendwo, ne? Hauptsächlich nach wie vor rockige Geschichten, softer Metal irgendwo und viel Klassik und Filmmusik eigentlich. Fropf Nummer 1 fragt, du hast zwei Geldscheine, die zusammen 110 Euro geben, aber einer ist kein 10-Euro-Schein. Wie geht das? Na, wenn einer kein 10-Euro-Schein ist, dann ist es halt der andere. Maxim 2.0 sagt, Mr. Trinklix, ey, deine Videos sind... Shit. Hör auf mit YouTube. Okay. Why are you gay? Lara Bornstein sagt, eigentlich hasse ich dich, weil du manchmal sehr oft zu viel redest. Zumindest für mich, aber die Tricks sind gut. Okay, analysieren wir das nochmal. Manchmal sehr oft rede ich zu viel. Okay. Und deshalb hasst sie mich eigentlich. Aber die Tricks sind gut und deshalb guckt sie meine Videos, obwohl die Tricks nur ein Viertel auf meinem Kanal sind. Nice! Nice! Bernd Brusch sagt, du wirst immer... Sorry, unsympathisch TV, aber da muss ich dir leider echt einen Witz klauen. Muss los. Fragt Matti, wie kann ich meine Karten überreden, beim Civil Cut nicht immer runterzufallen? Ich habe schon mit ihnen geredet und mit Trueline Be Night Finish bestochen, aber sie wollen nicht. Komisch, ich weiß nicht, warum das bei dir zu Problemen führt. Bei mir hat Reden eigentlich ganz gut geklappt. Hey, Herzkönig. Ja?
Weißt du, was ich richtig korrekt von dir finden würde? Wenn du deine kleinen Freunde mal überzeugen würdest, nicht dauernd runterzufallen, wenn ich einen Sibbelcut mache. Joschka Bock sagt, Gott, ich hasse YouTuber. Schreibt er unter einem YouTube-Video. Okay, aber er will das Gott mitteilen, deshalb Gott. Ja, mein Sohn. Joschka hasst YouTuber. Okay, ja, ich kümmere mich drum. Oh, danke. Und kannst du machen, dass ich meine Nase nicht mehr dauern sehe? Endermagic fragt, was sagst du als Lebensmittelchemiker eigentlich zu veganer Ernährung? Finde ich ist an sich eigentlich eine sehr gute Sache. Es ist ökologisch gut, es ist gesundheitlich, wenn man es richtig macht, eine gute Sache. Ganz abgesehen davon ethisch sowieso. Nur das Einzige, was ich kritisch sehe, ist, wenn man das dann wie eine Religion auslebt. Ich sage immer, soll jeder machen, wie er das für richtig hält. Ich habe meinen Fleischkonsum sehr stark reduziert. Tierische Lebensmittel esse ich trotzdem ab und zu. Und da kann man jetzt natürlich stundenlang drüber quatschen, aber ich sag mal, solange jeder in den Spiegel schauen kann und sich jeder bewusst ist, was er da isst, das finde ich ganz wichtig, dass man sich dem bewusst ist, dass wenn man im Kühlregal sich so ein Schnitzel holt, das schön abgepackt ist und da so schön serviert wird, dass das mal ein lebendiges Tier war, das getötet wurde, damit wir es dann essen können. Ich finde, man muss sich dem unbedingt bewusst sein. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn jemand es nicht schaffen könnte, selbst ein Tier zu schlachten, wenn er sagt, oh nein, das süße kleine Tier, das kann ich doch nicht töten, dann sollte so eine Person in meinen Augen auch eigentlich kein Fleisch essen. Also wenn man sich schon dafür entscheidet, ich esse jetzt ein totes Tier, ein Lebewesen musste sterben dafür, dass ich es essen kann, dann sollte man es auch selbst übers Herz bringen, es schlachten zu können. Ansonsten sollte man es nicht essen. Ist so meine Philosophie dabei. Samuel Schenk fragt, wie kriegst du es hin, Doublelift gut und dass die Zuschauer es nicht mitbekommen zu machen? Tja, diese Grammatik. Indem ich ihn übe, bis er gut aussieht. Nee, aber ich habe einige Videos zum Thema Doublelift gemacht. In der Infokarte da oben erkläre ich euch beispielsweise den Stuart Gordon Doublelift. Vielleicht ist der was für dich. Stanley fragt, kann man dich auch mieten, zum Beispiel für eine Veranstaltung? Also erstmal, Menschen mietet man nicht. Man mietet Objekte, aber Menschen kannst du buchen, finde ich zumindest. Und ja, kann man. Der Link ist in der Videobeschreibung mrtrixxl.com. Da einfach auf jetzt buchen klicken und das Buchungsformular ausfüllen. Völlig kostenlos und unverbindlich. Je mehr Details ihr da schon reinschreibt, desto besser ist dann die Antwort, die ihr kriegt. Innerhalb von ein paar Tagen wird euch dann per E-Mail geantwortet. Dankeschön, Vanessa, dass du das immer so süß machst. Nö. Daniel Kraus fragt, wann kommt der nächste Adventskalender? Also da kann ich nicht mal ernst bleiben. Schätz mal. Richtig, vor Ostern. K0319W fragt, was willst du in deinem Leben doch erreichen? Also so eine Frage beantwortet man ja oft mit, ich möchte den und den treffen beispielsweise. Da würde ich sehr gerne mal den Corleone endlich treffen. Obwohl, Moment, ich habe den ja schon getroffen. Heute mal ein erneutes Video auf meinem Was hat mich denn da getroffen? Der Trixel. Versteht ihr? Nein, Spaß beiseite. Also, mir ist das alles ehrlich gesagt ein bisschen zu privat. Aber ein paar Dinge, die ich öffentlich sagen kann, ist, ich möchte endlich wieder meine Traumfigur haben, die ich bis vor 2 Jahren noch hatte. Und alles andere will ich euch gar nicht erzählen. Ich will euch überraschen damit, ehrlich gesagt. Aber ich teile ja all diese Schritte immer mit euch hier auf meinem YouTube-Kanal. Ist ja hier ein Videotagebuch sozusagen. Abonnieren, Glocke aktivieren und dann verpasst ihr diese ganzen einzelnen Events nicht, die noch passieren. Yay! AC Trutti fragt, Tipps an junge Magier vor dem ersten Auftritt? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele da sagen würden, ah, sei nicht nervös, wird alles gut, bla bla bla. Ich weiß, dass das nicht geht. Klar wirst du nervös sein und das ist gar kein Problem. Du darfst nervös sein, du darfst zittern, Lampenfieber haben und so weiter. Die Leute wissen das ja im Regelfall, dass es dein erster Auftritt ist. Alleine, dass du es trotzdem machst, ist schon mega mutig von dir. Geh raus auf die Bühne und sobald du einmal Hallo gesagt hast, spätestens nach dem ersten Trick ist die Nervosität dann auch komplett weg. Wenn du deinen ersten Applaus hast, dann beruhigt sich das alles. Dass die Nervosität weg ist oder dass man aufhört zu zittern, wenn man Leuten was vorführt, das kommt mit der Zeit. Je öfter du es machst, desto normaler wird es für dich werden. Und ansonsten, falls du jetzt konkrete Tipps zu deiner Bühnenshow haben möchtest, dann check das Video da oben in der Infokarte. Da spreche ich ganz ausführlich mit euch über das Thema Bühnenauftritt. Prometheus fragt, yes baby, der Victory! Okay, das war falsch. Kannst du Firestorm und Blizzard kämpfen lassen wie Goku und Vegeta? Haben wir das nicht schon gemacht im Somnium-Trailer? Das Viech fragt, wie heißt deine Close-Add-Matte, also die mit der Weltkarte? Du meinst wahrscheinlich Close-Up-Matte und das Witzige ist, das ist keine Close-Up-Matte. Das ist mein Mauspad.
Ich verlinke es euch einfach mal unten in der Videobeschreibung als Amazon Reflink. Wer darüber bestellt, unterstützt den Matti Bergi Garten Zwergi. Kuss. Seba Pamai fragt: Schaffst du es, den Wurm hinter deinem Rücken zu machen? Yay, Matti, mach was. Let's go, der Hase. Okay, oh, das ist schwieriger, als ich dachte. Ah! Meine schönen Meteorkarten. Das zählt! Das zählt ganz bestimmt. Schon besser. Emilia fragt: Wie ist es so, seitdem du mit Nessie in Düsseldorf wohnst? Hat sich viel von eurem Alltag verändert? Mega, wir sind uns anfangs so auf den Sack gegangen. Ah! Und ihr habt mich immer zu Gäste mein eigenes Baby gemacht. Das ist, denke ich, völlig normal. Man muss sich erstmal aufeinander einpendeln, sich daran gewöhnen, nonstop Zeit miteinander zu verbringen. Der Alltag sieht jetzt völlig anders aus als davor. Davor sah mein Alltag so aus: regelmäßig entweder ins Auto steigen, stundenlang zu ihr fahren wegen Fernbeziehung oder sogar ins Flugzeug steigen und ein anderes Land fliegen, um sie zu sehen. Und jetzt ist es halt, ich mache zwei Türen auf und dann bin ich bei ihr. Also. Und Freunde, darauf habt ihr alle gewartet. Selbstverständlich gibt es am Ende dieser Folge eine neue Speedrunde, let's go. Hast du noch eine weitere Sound-Junge-Edition für dieses oder nächstes Jahr geplant? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kannst du einen Giant-Ribble-Fan machen? Digga, ich kann nicht mal einen normalen. Was wollt ihr? Was hat die 31 auf deine Jacke zu bedeuten? Steht für meinen Geburtstag, 31. März 94. Matti, wo ist deine Brille? Ah, die ist... Stimmt, wo ist meine Brille? Schatz! Guckst du mal an Family? Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Wie oft besuchst du deine Familie und vermisst du sie manchmal? Viel zu selten, nur einmal in ein paar Wochen und dementsprechend, ja, ich vermisse sie sehr. Kannst du Elkatz? Ne. Lieblings-Star Wars-Teil? Episode 5 Empire Strikes Back. Kann die nächste Frage Nessie beantworten? Nö. Würdest du jemals einen Fallschirmsprung oder ähnliches machen wollen? Ja! Nein! Besser Control? Am vielseitigsten anwendbar auf jeden Fall der Spread Call! Kann die neue Sonium-Edition überhaupt noch besser werden als die jetzige? Kann es sein, dass dein Merch richtig Papa ist? www.mrtrisa.com/merch. Kleiner Spoiler für die nächste Sonium-Edition? Auf jeden Fall, die Farbe der nächsten Edition wird nämlich... Wird die nächste Sonium-Edition wieder eine Doppel-Edition? Nö. Wie aufgeregt warst du bei deinem ersten Auftritt? So aufgeregt, dass ich die Taube geflasht habe. Aua. Hast du einen Vorteil-Creator-Code? Moment. Ich habe jetzt auch einen Supported-Creator-Code. MrTrixXL94. Einfach eingeben, einfach bestätigen, mich kostenfrei auf Ehrenbruderbasis supporten. Kuss geht raus. Was ist dein nächstes Urlaubsziel? Fragen wir doch mal die magische Miesmuschel. Oh, magische Miesmuschel, was ist mein nächstes Urlaubsziel? Du hast dir keinen Urlaub verdient, du Lappen. Spaß, ich fliege nach Teneriffa. Ist alles der neue Merch verfügbar? Unbegrenzt. Jede Bestellung wird ja für euch selbst produziert. Deshalb unbegrenzt. Warst du in der Schule eher ein guter Schüler oder ein nicht so guter Schüler? Ich will jetzt nicht flexen oder so, aber mein schlechtestes Zeugnis war 2,3. Ansonsten eigentlich fast immer eine 1 davor. Okay. Was ist dein Traumwohnort? Tatsächlich einfach mein Heimatkaff in der Nähe meiner Family. Fertig. Wie weit ist die Erde von der Sonne entfernt? Ich kann sie sehen, also eigentlich nicht so weit, oder? Kann das Auge nicht irgendwie nur 4 Kilometer weit sehen oder so? Ach nee, das war wegen der Erdkrümmung, ne? Nee, fragen wir doch einfach mal das allwissende Internet. Okay, Google, wie weit ist die Erde von der Sonne entfernt? Laut sonnen-sturm.info. In Sonnennähe, dem sogenannten Perihel, beträgt der Abstand zwischen der Erde und der Sonne 147,1 Millionen Kilometer, in Sonnenferne, dem Aphel, rund 152,1 Millionen Kilometer. Okay, ich glaube, damit haben wir für heute genug Fragen beantwortet. Ich hoffe, euch hat die Spezialfolge 50 wenigstens ansatzweise gefallen. Ich habe diese Folge ewig lang vor mir hergeschoben, weil ich eigentlich dachte, okay, Folge 50, ich muss was völlig Verrücktes daraus machen. Aber ich glaube, fragt MrTrixXL lebt einfach davon, dass ich einfach relativ spontan mir die dümmsten Sachen einfallen lasse und dann stundenlang daran sitze und das bearbeite und das realisiere. Deshalb, ich glaube, so schlimm war das nicht, oder? Lass es mich wissen. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr schon wieder. Ich habe das ja auf Instagram schon angekündigt. Ich habe zu viele Videos vorproduziert gehabt. Der Adventskalender ist noch nicht vorbei, auch wenn eigentlich schon Heiligabend ist. Ihr werdet mich jetzt bis zum 31.12. trotzdem täglich sehen. Wir sehen uns morgen. Habt ein schönes Weihnachtsfest, Freunde. Lasst euch schön beschenken. Grüßt eure Familien von mir. Okay, das ist creepy, aber schreibt mir doch morgen gerne in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten bekommen habt oder auch nicht. Keine Ahnung, ist mir egal. Haut rein. Tschüss, Freunde. Daumen nach oben nicht vergessen. Mann, ey, ich sehe immer noch meine Nase, das nervt. Willst du nochmal spielen?
Okay. Na gut, ich sehe was, was du nicht siehst. Und zwar? Mundaugen. Was sind Mundaugen? Mundaugen. Hä? Ah!